Lasse, Johannes, Linus und Lenz hier mit Infratec. Hallo und herzlich willkommen zu Infratec. Wir zeigen euch, was wir heute gemacht haben, was wir in den 3 Tagen gemacht haben. Genau. Infratec ist quasi Lasertech, aber halt in billiger und so, dass es quasi jeder, wenn er ein bisschen programmieren kann, selber nachbauen kann. Denn das richtige Lasertech ist halt oft sehr teuer und man ist auf Leute angewiesen, die dafür die Technologien haben. Und wir wollen das quasi davon entkoppeln und haben das entwickelt. Und okay, genau. Und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an Lenz, der etwas zur Hardware erklären wird. Also wir haben das uns so eingeteilt, dass der Johannes sich mit dem 3D-Druck beschäftigt und der Linus sich dieses Geschirr rum beschäftigt. Und ich mich mit den Knopfzuweisungen und Hardware vor allen Dingen. Zudem hat sich Linus danach auch noch dafür entschieden, ein bisschen mit dem Bildschirm, also der das dann anzeigen wird, anzuschauen. Und ja, das ist gut. So, ich zeige euch jetzt den Prototypen von dem Geschirr. Das ist natürlich noch nicht ganz fertig diesmal. Das ist dann quasi der Empfänger. Das zieht dann jeder Spieler an, und damit er getroffen werden kann, falsch herum. Das hat insgesamt 3 Empfänger. Das hat dann 3 Empfänger, 2 vorne und einen hinten. Das heißt, man kann von vorne und von hinten getroffen werden. Da es der Prototyp ist, ist er noch nicht komplett ausgereift. Und du hast ihn gerade falsch angezogen. Egal. Auf jeden Fall hat der hier vorne an 2 Seiten an den vorderen Geschirrbändern einen Sensor und bekommt dann hinten noch einen hin. Das Produkt ist natürlich noch nicht fertig. Unter den Armen sollen noch Gummibänder hinkommen, damit auch größere Leute das anziehen können. Ich habe mich mit den Knöpfen, also die Zuweisung der Knöpfe beschäftigt, wo es halt auch darum geht, wie wann man dieser Infrarot-Taschenlampe das Signal gibt und wie lange das wieder mit dem Aufladen des Akkus funktioniert, damit man auch sich gegenseitig dann auf diese Sensoren schießen kann. So. Außerdem hat man jeweils 3 Leben, womit man dann eben dann, wenn man dann alle Leben verloren hat, dann nach 30 Sekunden wieder weiterspielen kann. Und ja, das. Genau. Genau, ich habe mich um die Hülle davon gekümmert, die wir dann 3D gedruckt haben. Es gab aber mit dem 3D-Drucker ein Problem, weswegen wir jetzt noch keine fertige Hülle haben. Aber zumindest ich habe die Hülle entwickelt, wo dann das Ganze später rein soll. Da ist ein Loch für die Display und mehrere halt für Taster dann und was für die LED, genau. Das war's. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie bald Erneuerungen von unserem Produkt finden.